Hi Leute und willkommen zurück auf meinem Kanal. Wir starten gleich wieder zurück zu Enshrouded und dem neuen Update Souls of the Frozen Frontiers. Da haben wir im letzten Part ja wieder erkundet und natürlich werden wir genau dasselbe auch im heutigen Part tun. Bevor wir aber dazu kommen, habe ich eine Kleinigkeit für euch und zwar darf ich verkünden, dass ich offizieller Partner von G-Portal bin. Und wer von euch G-Portal nicht kennt, bei G-Portal könnt ihr euch Game-Server mieten und zwar eine ganze Menge. Geht dafür einfach auf die Website gportal.com und klickt dann hier auf Server mieten. Scrollt ein bisschen runter und hier könnt ihr natürlich nach einem Spiel suchen, wie zum Beispiel Enshrouded und schon wird euch hier das Spiel angezeigt. Wenn ihr dann draufklickt, habt ihr hier verschiedene Optionen, mit welchen Einstellungen ihr eure Server mieten könnt. Unter anderem zum Beispiel bekommt ihr 10 Spieleslots für 30 Tage. Für 16,90 Euro oder ihr sagt zum Beispiel, nee, ich will es gleich 90 Tage mieten, dann ist das Ganze natürlich auch ein bisschen günstiger. G-Portal ist auch bekannt für seine Benefits, das heißt, ihr habt einen Backup-Speicherplatz mit ganzen 50 GB, ihr habt DDoS-Schutz, der Server ist innerhalb von 3 Minuten online, die Einrichtung geht auch wirklich super easy und G-Portal bietet auch die aktuell neueste Hardware. Ja, und wer von euch Lust hat, sich seinen eigenen Game-Server zu holen? Mit meinem Code, den ich euch in der Beschreibung verlinkt habe, könnt ihr ganze 10% auf eure Game-Server sparen. Also schaut auf jeden Fall bei G-Portal vorbei, wenn euch das Ganze schon immer interessiert hat. Und dann würde ich sagen, schnacken wir nicht weiter lang, sondern schauen ins Spiel. Viel Spaß euch und let's go! Ja, und somit willkommen zurück hier in meiner kleinen bescheidenen Hütte. Ich freue mich schon, wenn ich neu bauen kann. Das mache ich dann aber erst, wenn ich von dem neuen Update alle Baublöcke gefunden habe. Wir gehen jetzt mal zur Jägerin, denn ich möchte euch zeigen, dass ihr hier die Taschenheizung craften könnt. Dafür braucht ihr Metallplatten, Reptilleder und Kohle. Ich habe mir jetzt schon 9 gemacht. Ich würde mal behaupten, das reicht. Und deswegen werden wir jetzt zu unserem letzten Punkt zurückgehen. Der sich hier befindet, da düsen wir jetzt schnell hin und gehen weiter auf Erkundungstour. Hier oben könnt ihr so ein, ja, ein Schloss, eine Burg, ich weiß jetzt auch nicht genau sehen. Und da werden wir jetzt hindüsen. Jetzt lasst mich mal ganz kurz gucken, vielleicht machen wir es dann doch so, dass ich die Taschenheizung auf den Spot hier lege. Und dann werden wir auf jeden Fall auch mal das gute neue Essen mampfen. Und zwar das gegrillte fette Fleisch. Denn das gibt uns nämlich 5 Konstitution und eine Frostbeständigkeit. Die Taschenheizung gibt uns +2 Frostbeständigkeit. Und ich habe ja auch den Ring an, der mir auch +2 Frostbeständigkeit gibt. Somit sollten wir also erstmal gewappnet sein, wenn wir da jetzt hochgehen. Jetzt weiß ich nur nicht, wo mir das angezeigt wird mit dem fetten Fleisch. Weil irgendwie sehe ich gerade keinen Buff. Aber ich habe es doch gegessen, oder? Ja, habe ich. Gut, werden wir dann wahrscheinlich gleich sehen. So, jetzt schauen wir mal, wie wir da hinkommen. Hier oben waren wir ja im letzten Part, glaube ich, schon, oder? Genau, stimmt. Wir sind dann hier hochgelaufen. Bei diesen Riesentreppen. Wow, Hilfe. Und dann hier lang. Über die Knochen. Und hier hinten müsste es jetzt dann bald kalt werden. Ich werde mir jetzt hier nochmal den Flammenaltar hinstellen. Dann ist er nämlich in der Nähe, falls irgendwas wäre. Und ab hier ist es kalt. Und ihr seht, ich habe Frostbeständigkeit 4. Wenn ich jetzt hier die Taschenheizung anmache, habe ich Frostbeständigkeit 6 und die Zeit erhöht sich auf 19 Minuten. Hey, wieso habe ich jetzt nur noch Frostbeständigkeit 5? Das ist ja fies. Naja, gut, wir haben jetzt eine Viertelstunde Zeit, um hier alles zu erkunden. Ich würde sagen, wir gehen mal dahin und gucken mal, was uns hier erwartet. Leuchtfeuerturm Raureif. Na gut, dann schauen wir mal, was wir hier so finden. Metallschrott. Metallplatten und alchemistischer Grundstoff. Wir können hier raufklettern. Und haben hier oben nichts. Na, ganz großes Kino. Dann kann ich auch wieder runter. Und weiter in die Richtung gehen. Boah, das sieht ja endverfallen aus. Aber wenn man das hier restaurieren würde, dann würde es, glaube ich, ganz geil ausschauen. Gucken wir uns erstmal hier draußen um. Ob es hier noch irgendwas gibt zum Anschauen. Oh, was haben wir denn da hinten? Da bin ich auch mal gespannt drauf. So, einmal hier rein.
Ich mache jetzt mal ganz kurz die Fackel an, damit wir was sehen. Und hier müssen wir jetzt wieder ganz genau gucken, ob wir irgendwas finden. Was haben wir denn da? Nix. Hier sehe ich jetzt auch nichts Interessantes. Da hinten brennt auf jeden Fall ein Feuer. Und seht ihr, dass wir jetzt die Frostbeständigkeit 7 bekommen haben durchs Feuer? Jetzt haben wir 6, weil ich die Fackel habe. Und wenn wir ans Feuer gehen, haben wir jetzt die 7. Das ist sehr geil, weil dann kann ich mich hier in Ruhe umschauen. Und hier sind Feuerbälle drin. Gibt es hier irgendwo noch einen Geheimgang oder so? Ich glaube nicht. Dann geht's auch schon weiter hier raus. Kommt man denn hier hoch? Weil hier ist doch auch noch Zeug. Ja, eine Kiste zum Beispiel. Überlegener Heiltrank. Wunderbärchen. Nehmen wir mit. Aber sonst sieht sie eigentlich echt verlassen aus. Hier haben wir eine Werkbank, eine alte. Das ist hier. Frag mich, was das hier gewesen ist. Gute Frage. Da geht's dann weiter hoch. Und ich schätze mal, wir können auch den Turm komplett hochlaufen. Ja, können wir. Hallo? Können wir einmal rauf? Oh, was haben wir denn da? Leuchtfeuer anzünden. Neuer Ort markiert. Leuchtfeuerturm rauchreif. Ja, cool. Jetzt frage ich mich natürlich, für was die Leuchtfeuer sind. Das kann ich euch leider nicht beantworten. Gibt es denn hier oben sonst irgendwas? Ich glaube nicht. Dann denke ich, sind wir mit dem Ort hier auch durch? Können eigentlich wieder hier hinter. Und jetzt weiß ich nicht, wenn wir mal auf die Karte gucken. Wir können jetzt hier rechts rauf oder wir können hier links weiter, wo die Quest ist. Tja, normalerweise müssten wir eigentlich nach links weitergehen und dann sollte es auch kein Frost mehr sein, glaube ich. Das machen wir jetzt mal. Denn eigentlich ist es schon gut, wenn man den Quests irgendwo immer folgt. Komm, lauf mal, mein Schneckchen. So, jetzt ist auch kein Frost mehr da. Wo war denn jetzt die Abzweigung? Die war, glaube ich, weiter unten, wenn ich mich nicht täusche. Müssen wir hier noch weiter, aber wir gehen jetzt mal ganz kurz hierher. Denn hier war ich ja im letzten Part nicht zum Gucken. Dann gucken wir jetzt. Hier sind Fälle, die kann ich aber nicht mitnehmen. Sonst ist hier, glaube ich, auch nichts. Naja, okay. Schauen wir noch hier hin. Ist vielleicht auch nur so eine Aussichtsplattform gewesen mal. So, genau. Hier habe ich mir ja meinen Altar hingestellt. Das heißt, wir sind hier. Okay. Ja gut, dann gehen wir in die Richtung und schauen uns da ein bisschen um. Was haben wir hier? Wieder so ein verlassenes Minicamp. Eisbolzen und besseres Gegengift. Können wir hier irgendwas machen? Oder ist hier irgendwas vergraben oder so? Nö, glaub nicht. Okay. Müssen uns auch ein bisschen oben umschauen, dass wir nichts übersehen, was interessant sein könnte. Die Gegend hier finde ich auf jeden Fall ziemlich cool. Aber das, glaube ich, habe ich euch eh schon mal gesagt. Dann schauen wir mal, wo wir einen chilligen Platz finden, um meine neue Hütte dann hinzubauen. Und was würde sich natürlich besser anbieten wie ein Schloss? Oh, und regnet es? Es regnet, Leute, Hilfe. Das heißt, wir müssen ganz schnell in dieses kleine süße Häuschen und das hier plündern. Mehl. Sehr schön. Ziege, lass mich in deinen Stall. Oder Bock oder was auch immer du bist. Denn es regnet. Warum haben die eigentlich Äste hier drin? Ist mir auch neu, dass man Äste zu seinen Ziegen packt.
Okay, na gut. Dann war das jetzt hier einfach nur ein kleiner Stall. Was ist das hier hinten? Könnte ja wieder Kohle sein, oder? Genau. Aber da haben wir ja einen viel cooleren Spot gesehen, deswegen lassen wir den jetzt mal aus. So, und was ist da hinten? Da geht's auch lang. Wartet mal, es geht hier lang und hier. Okay. Schauen wir uns da schnell noch um. Hier gibt es eine Kiste auf jeden Fall. Eisbolzen und überlegener Heiltrank. Jetzt habe ich das Lagerfeuer mitgenommen, aber das brauche ich nicht. Wobei, ich lasse es mal da. Es kann ja mal nicht schaden. Was gibt's hier? Mehl, Holzscheite, Salz, Eisenbarren. Ah, das hat sich doch gelohnt. Machen wir das hier noch kaputschko. Was hier? Hier kann man auch noch was kaputt machen. Und was haben wir? Stahlbarren, Stahlpfeil bei Jägerin. Und wir haben eine Stahlspitzhacke, das ist auch sehr geil. Und ganz viel Dekozeug, ja, sehr schön. Hat sich also schon gelohnt, hier lang gegangen zu sein. Hier kommen wir jetzt aber nicht weiter. Das heißt, wir gehen dahin, wo wir hergekommen sind und gehen hier weiter. Hier haben wir jetzt wieder eine Brücke, wie es ausschaut. Und was ist das für ein Häuschen? Leuchtfeuerturm Seidenfrost. Gut, dass ich genug Dietriche mitgenommen habe. Wo ist das Leuchtfeuer da oben? Ah, hier kann man auch reparieren. Passt auch, machen wir auch gleich. Man kann hier runter und darauf. Wir gehen natürlich zuerst nach oben, um das Leuchtfeuer anzuschmeißen. Ja. Ich höre irgendwas krabbeln und es gefällt mir nicht. Irgendwelche blauen Spinnen. Hallo. Ich geh weg. Mal das hier kaputt. Aber da ist nichts. Hier ist eine Tür. Ach so, da wäre man hier hingekommen. Okay, never mind. Hier ist auch nichts. Kupferbarren. Nägel. Ist das eine fette Spinne? Sehe ich richtig? Was haben wir hier? Moos. Ist doch nicht euer Ernst, dass da jetzt eine fette Spinne ist. Aber ich glaube, sie tut mir nichts. Boah, da beidelt's mir gleich. So, da kann man sich hochhangeln. Ist denn hier irgendwas drunter? Fuck, jetzt habe ich ihr natürlich wehgetan. Hallo, hangel dich da hoch. Ah, da ist die Kiste. Giftkuss. Geil. Was macht das Ding? Stichrüstung, Giftschaden, bösartig. Die sehen relativ geil aus. Die sind cool. So, jetzt ist natürlich die Spinne sauer auf uns. Komme ich jetzt hier wieder runter? Mach mal die kaputt. So, ist jetzt da Ruhe. Was hatten die dabei? Ja, nichts Tolles. Ja gut, dann sind wir hier mit der Spinne fertig. Was willst du jetzt? Mein Gott. Dann müssen wir jetzt gucken, wie wir zu dem Leuchtfeuer raufkommen. Vielleicht über hier? Ja, genau, hier kann man hoch. Dieses Spinnengewusel geht mir aus dem Sack echt. So. Wunderbar. Dann sind wir auch hier hoch. Wo ist denn das Ding? Da. Gut, dann werden wir es anzünden. Jetzt gucke ich mich mal gerade um.
Ich glaube oder ich weiß nicht, ob man jetzt hier noch lang gehen kann. Also als Weg halt. Jetzt wartet mal schnell. Düsen mal schnell hier hin. Schaut von hier nochmal, weil hier ist ja quasi Ende. Da führte ja kein Weg mehr runter. Das heißt, im Prinzip müssen wir wahrscheinlich da hinten lang. Korrigiert mich da gerne, wenn ich falsch liege. Aber dann gehen wir jetzt zurück, denn wir hatten da ja noch eine andere Wegabzweigung. Und dann werden wir die jetzt mal ausprobieren und schauen, ob es uns dann zum Ziel führt. Jetzt sind wir wieder zurück beim Altar. Hier sind wir gerade lang gegangen. Das heißt, wir gehen jetzt wieder da hoch. Denn da war auch noch eine Abzweigung. Ich zeige euch gleich wo. Ist, glaube ich, gar nicht so weit weg gewesen. Müssen wir hier diese Bergstraße entlang. Und dann nicht rechts die Treppen hoch, sondern hier unten lang. Genau, das könnte jetzt tatsächlich the way to go sein. Wir probieren es einfach aus und dann bin ich gespannt, wo uns der Weg hinführt. Und da unten sehen wir wieder Eis. Aber da wollen wir jetzt nicht hin. Oh, der Weg hier hört hier auf. Toll. Das ist natürlich sehr, sehr belastend. Was ist das? Eisenerz. Okay. Stahlerz müssten wir noch finden. Ja, jetzt bin ich natürlich ein bisschen verwirrt, weil der Weg jetzt hier so prompt aufgehört hat. Und ich jetzt nicht weiß, wo ich langdüsen soll, ehrlich gesagt. Muss ich vielleicht doch durchs ganze Miasma? Egal, wir laufen jetzt mal hier weiter und schauen einfach. Guckt mal, weil hier. Ich brauche meine Axt. Ist nämlich auch was zu entdecken. Aua, du. Mir deine Knochen und lass mich mal hier umgucken. Ja, was ist denn das hier? Einfach nur irgendein stranges Lager? Ist da unten vielleicht was? Habe jetzt noch mal ein bisschen weiter gegraben, aber hier ist nichts. Okay, dann schauen wir weiter. Schauen wir mal, was da hinten ist. Könnte so ein Bergbauding sein. Das ist auf jeden Fall so ein riesiges. Oh mein Gott. Guckt euch das mal an. Geh mal schnell daher. Wow. Ein toter Drache? Ein riesiger toter Drache? Krasser Scheiß. Das werden wir auf jeden Fall erkunden, Leute. Da stellt sich gar nicht die Frage. Oh, jetzt ist Nacht. Belastend. So, kurz ausgeschlafen und schon ist es wieder hell. Wir haben einen neuen Ort markiert. Skelett-Ausgrabungslager Uni. Interesting. Wo starten wir denn jetzt hier? Lasst mich mal schnell schauen. Weil hier unten konnte man doch. Also hier konnte man rauf. Das habe ich gesehen. Ach so, man kann hier unten auch lang gehen. Was ist denn hier sonst noch so, Leute? Guckt mal an, was wir hier haben. Gehört es da auch noch dazu? Oh, wow. Oh, das finde ich geil, dass man übers Eis slidet. Tschup. Was ist denn das? Das ist wahrscheinlich nur wieder Myzel oder so. Ja, es ist nix. Toll. Ist da hinten irgendwas? Ja, da hinten ist was. Jetzt weiß ich nicht, ob es schlau war, hier reinzugehen. Wer ist das? Oh, den kenne ich nicht. Mein Gott, who are you, bitch? Oh mein Gott, er schwingt seine Keule. Leute, finde ich ein bisschen doof, denn es ist dunkel. Nein. What are you doing? Ist das hier dein Schlafplatz? Na gut, dann komm mal her. Schwing mal deine Hammer da. Oha. Ich will nicht mit. Aua.
Autsch. Ich will mich dich genau anschauen. Was bist du? Mann, ich komme die ganze Zeit auf mein blödes Ding und habe die Axt in der Hand. Also die normale. Hör auf, mich zu treten, du Kacklappen. Hä? Habe ich ihn jetzt umgebracht? Ja, dann plündern wir ihn. Zyklopentrophäe bei Jägerin. Das war also ein Zyklop. Sehr schön. Dann müsste ich jetzt meine Fackel wieder nehmen können. Und kann mich jetzt hier umschauen. Bei dem Zyklopen. In der Zyklopenhöhle. Krass. Der Typ ist krass und irgendwo konnte ich jetzt hier hoch. Dachte ich zumindest, dass ich was gesehen hätte. Was ist das da oben? Da kann man doch hin. Was ist das, was da leuchtet? Ja, eh. Ah, perfekt. Und dann steht hier so eine blöde Kacktruhe. Verbesserte Bandage. Auch nicht schlecht. Huch. Glaube aber, das war's dann hier auch. Der Zyklop ist tot und wir haben eine bessere Bandage. Sliden wir hier mal drüber. Doink. Ja, nice. Sehr, sehr cool. Dann glaube ich, meine Lieben. Ups, das hat nicht funktioniert. Werde ich den Part aber auch hier auf dem Wildwasserbecken beenden. Und wir gucken uns dann auf jeden Fall im nächsten Part hier genauer um. Ich hoffe natürlich, ihr hattet Spaß mit dem heutigen Part. Ich hatte ihn auf jeden Fall und ich freue mich schon auf den nächsten. Also Leute, macht's gut und bis dann. Ciao.